Hallo Leute, heute hier in Elektrotechnik in 5 Minuten. Ihr seht, Klassifikation. Was ist jetzt sowas? Für was kann ich das brauchen? Und mal mache ich jetzt einfach mal, gebe euch einen kleinen Datensatz, dass ihr euch das ein bisschen griffiger vorstellen könnt. Also, stellt euch mal vor, aktuelles Thema. Und zwar Datensatz Nummer 1. Es geht jetzt hier darum, ob sozusagen ein Auto startet oder nicht startet. Und da könnt ihr sozusagen sagen, okay, ist das Auto in Schieflage, also steht das am Hang, oder ist es gerade? Beispiel, also hier sage ich mal Neigung, das ist Neigung, das wäre jetzt in Schieflage, dann sage ich, okay, welche Temperatur habe ich hier, ob das Auto startet oder nicht, und sage, okay, ich habe 24 Grad, und dann sage ich, okay, auf wie viel Prozent ist die Batterie geladen? Also der Ladezustand, sage ich, okay, 70%. 70 hier. Und dann geht es darum, okay, startet das Auto oder startet das Auto nicht? Also das ist hier die sogenannte Klassifikation. Startet oder startet es nicht? Kann ich hier sagen, okay, hier würde es starten. Dann kann ich hier einen zweiten Datensatz aufnehmen, zum Beispiel wenn es also am Hang ist, wenn es steil, wenn es schief ist, es hat 27 Grad, Ladezustand ist 90 und es startet nicht. Okay, dritter Satz ist dann, es ist Schieflage, es ist 29 Grad, es hat einen Ladezustand von 85 Grad. 85 nicht Grad Prozent und es startet nicht. Ja, also so einen Datensatz kann ich jetzt haben und stell dir vor, ihr habt hier einen gigantisch langen Datensatz dieser ganzen Geschichte und jetzt baut ihr euch sozusagen Entscheidungsregeln. Und das erste, was hier wichtig ist, ist, wie könnt ihr diese Entscheidungsregeln aufbauen? Ist es hier wichtig, okay, mache ich hier die Neigung als wichtigstes Kriterium, ob ich hier startet oder nicht starte, oder den Ladezustand, dass ich sage, okay, mache eine Trennregel bei 70, ab 70% startet er, oder wie auch immer, oder bei der Temperatur ab 29 Grad startet er nicht mehr. Könnt ihr euch Trennregeln ohne Ende jetzt ausdenken, wie wir sowas machen, werde ich euch in den nächsten Videos ein bisschen genauer erläutern. Und also auf jeden Fall bei der Klassifikation geht es jetzt um sowas, aus diesem Datenwust Entscheidungsregeln abzuleiten, sozusagen, wo ihr sagen könnt, okay, wenn ich das und das und das habe, dann habe ich nicht starten. Und zwar mit einem gewissen Prozentsatz, mit dieser Wahrscheinlichkeit nicht starten. Fertig. Das geht's bei dieser Klassifikation. Ja, das war's für heute schon wieder. Bedanke mich fürs Zusehen. Falls euch gefallen hat, Daumen hoch, die oben könnt ihr noch abonnieren und hier geht es weiter mit einem weiteren coolen Video. Also macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.